Hallo, ich begrüße dich und möchte dir mit diesem Video deine Möglichkeiten zeigen, die du als Autorin oder als Autor im Coaching, Beratungs- oder Trainingsbusiness noch viel mehr auch an Kundengewinnung auslösen kannst. Ich teile dazu mal kurz meinen Bildschirm. Zacki. So. Also, es gibt drei Themen, über die ich dich heute informiere. Das eine ist tatsächlich dieses clevere Einbinden deines Buches in den Kundengewinnungsprozess. Das zweite ist Beispiele für dein Marketing, wie du es dann, wenn das Buch draußen ist, eben auch nutzen kannst. Ne? Wir möchten ja, dass der Verlag erfolgreich ist mit dem Buch und dass wir eben damit dem Buch auch viele erreichen, also selbst auch für die Reichweite beitragen, damit das Buch einfach auch ein guter Verkauf wird. Und dann geht es darum, wie attraktiv ist eigentlich ein Buchfunnel? Das heißt, wenn du vielleicht überlegst, Self-Publishing zu machen oder vielleicht ist auch der Buchbindungspreis von deinem Buch aufgehoben und vielleicht kannst du bei deinem Verlag Restbestände deines Buches günstig einkaufen. Ja, dann wäre das auch eine Möglichkeit, so ein Buchfunnel zu machen. Und hier bringe ich also jetzt diese drei Inhalte mit rein. Ganz kurz zu mir. Also ich bin seit 1999 im Vollerwerb selbstständig, also nicht irgendwie so Festanstellung oder sonst was. Ich habe mir dann 2012 ein wunderbares Team aufgebaut. Wir alle folgen der Mission, unterm Strich wirklich die Arbeitswelt so zu gestalten, dass wir einfach auch entspannte Eltern haben, ja, die mit ihren Kindern auch noch in der Freude sind und mit ihnen was unternehmen können. Also wir wollen jetzt nicht, dass alle sich komplett kaputt malochen, sage ich jetzt einfach mal, sondern dass da tatsächlich die Dinge mit einer gewissen Leichtigkeit funktionieren. Und ich bin Expertin für solche Systeme. Ich baue die Dinge immer gerne so zusammen, dass es am Ende leicht ist. Also ich schaue immer, wo kann ich mich möglichst überflüssig machen und nicht mit der Hand am Arm irgendwas noch basteln, sondern wo können mich auch Systeme unterstützen und am besten Systeme, die wir sowieso schon haben. Nur wenn wir die Funktionen nicht kennen, können wir es auch nicht machen. Und hier zeige ich dir mal ganz kurz einen Ausschnitt aus den letzten 4.500 Veranstaltungen, wo wir weit mehr als 28.500 Menschen geholfen haben, in ihre Workzellenz zu kommen. Work und Exzellenz. Also auch ein Stück Exzellenz, so sich gut zu fühlen und auch in der Leichtigkeit zu sein. Ich habe auch sehr, sehr viele Gründungsberatungen durchgeführt. Das habe ich schon, ich glaube, es war im Jahr 2009, da habe ich die ersten Existenzgründungsberatungen durchgeführt. Und das war aber eher so, das lief so eher nebenher. Das hatte ich gar nicht auf der Webseite. Und ich bin da über Empfehlungen an die Kunden gekommen. Das hat mir super Spaß gemacht. Dieses Workzellenz-System habe ich mir auch schützen lassen. Ich habe darüber auch also ein Markenrecht. Und ich habe es auf der einen Seite entwickelt für Mitarbeitende oder auch Angestellte. Da geht es in dem Level 1 darum, die Strukturen, die Informationen an der richtigen Stelle zu haben, wie so eine Besteckschublade für E-Mails, für PDFs, für PowerPoints, für was auch immer. Dann auf der zweiten Stufe geht es darum, Zeit richtig einzusetzen, also das Richtige richtig zu tun. Auf der dritten Ebene geht es darum, besser zu werden in der Kommunikation, annahmegerecht Nein sagen zu können, den Fokus zu behalten und auch natürlich mit der Technik gut umzugehen. Das sind die Erfolgskompetenzen. Darüber gibt es die Erfolgsüberzeugungen. Also angenommen, jemand hat einen Perfektionsanspruch, hat einen Harmonieanspruch, kann also nicht Nein sagen. Was liegt eigentlich dahinter? Da sind so ein paar Mindset-Themen. Also auch so Themen wie, ich brauche aber Papier, weil nur das mir Sicherheit gibt. Das ist auch im Grunde ein Mindset-Thema. Und das also praktisch zu erkennen, an welcher Stelle braucht es auch so dieses, oh, da habe ich gerade was gedacht, stimmt der Gedanke überhaupt? Also da gibt es ganz viel Potenzial, tatsächlich in ein anderes Arbeiten zu kommen. Und darüber liegt die Erfolgszeit. Also das heißt, jeder sollte für sich klar haben, wie er die überhaupt verbringt. Weil wenn du einen ganzen Tag voll Power im Büro bist und dann aber nichts hast, womit du dich sonst beschäftigst als mit Arbeit,
dann fährt dein System, dein Körper eigentlich nie richtig runter. Ne? Dann suchst du dir vielleicht sogar, während du eigentlich frei hast, doch nochmal Arbeit. Ne? Und klappst das Laptop auf und so weiter. Also dieses Modell für angestellte Unternehmen, also das ist die Weiterentwicklung, ist es das Worksalent-System für Selbstständige. Und da geht es darum, auch natürlich in der Vorbereitung auf ein perfektes Zeitmanagement und auf eine gute Ablageorganisation aufzusetzen, weil sonst kannst du das Business direkt lassen. Wenn du das nicht beherrschst, wirst du kein skalierbares Business aufbauen. Und wenn wir dann sozusagen darauf aufbauen, dann geht es darum, wie wirst du gefunden? Das Gefundenwerden, da sind wir jetzt ja hier auch im Thema, Buch als Marketingmöglichkeit, als Expertin, als Experte gefunden zu werden. Darüber liegt dann eben auch dein Angebot, auf das komme ich gleich. Dann geht es auch darum, dass du wirklich Umsatz auslösen kannst über eine entsprechende Kommunikation, über ja, bestimmte Verkaufstechniken, denn in der Regel verlieren wir unsere Kunden oder Interessenten eher an bessere Verkäufer, aber nicht unbedingt an bessere Marktbegleiter. Und dann geht es auch wieder um den Autopiloten. Gerade in der Selbstständigkeit gibt es da ganz viel, wo wir, wenn wir den Autopilot an der Stelle integrieren, ja, dann löst sich auch was im Thema Money Mindset oder Blockade im Hinblick auf Umsatzblockaden. Das löst sich dann leichter auf und darüber steht dann eben auch das Skalieren deines Businesses. So, jetzt schauen wir uns mal an, also wir schauen uns den Prozess an, vom Ende gedacht. Ja, du hast das Buch schon rausgebracht und wie fädelst du es denn jetzt ein in deine Produkttreppe? Und da gibt es eine tolle Seite, ich habe die jetzt hier oben auch im Link, smartbusinessconcepts.de, und da kannst du dir dieses Template herunterladen, um da mal ganz intensiv dran zu arbeiten. Also es fängt im Prinzip hier unten an mit so einem vielleicht 0-Euro-Angebot. Das ist deine Webseite, das sind deine Facebook- oder Social-Media-Beiträge, das ist dein YouTube-Kanal. Das sind die kostenlosen Inhalte, die du schon parat hast, damit du gefunden wirst, damit du Reichweite bekommst. Vielleicht hast du auch einen kostenlosen Online-Kurs oder du hast eine Checkliste oder du hast irgendwas anderes, womit du im Prinzip jemanden im Tausch gegen seine E-Mail-Adresse anbietest, in Kontakt zu sein. Und hier kann jetzt auch im Grunde das Buch schon wieder eine Verbindung darstellen. Also kannst in deinem Online-Kurs für das Buch werben oder aber du kannst im Buch für einen Online-Kurs werben. Und das Buch ist an der Stelle Türöffner. Also mir hat dieses Buch viele Türen geöffnet. Ich habe also ziemlich viele Anfragen bekommen für Firmenvorträge, so Lunch-and-Learn-Konzepte. Und ja, also als Autorin hatte ich dann eben diese Autorität. So, schauen wir uns an, wie es dann mit der Reise weitergeht. Also das heißt, wenn du das Buch hast, dann öffnet dir das Buch auch den Markt in die sogenannte Tragschicht. Das eine ist Reichweite, da kommt noch nicht viel Umsatz bei rum, aber die Tragschicht, das ist sozusagen dein Brot- und Buttergeschäft oder das, was so ein Grundrauschen in deinem Unternehmen auslöst, womit du sozusagen deinen Hauptumsatz machst. Das können Coachings sein, das können Trainings sein, das können Beratungen sein. Und bei uns ist es das und ist es auch immer noch für mein Unternehmen Denkvorgang. Und wir haben, um jetzt auf dem Markt der vielen Bildungsanbieter auch einen Unterschied zu machen, unsere Angebote erweitert um ein hybrides Angebot. Das heißt also, wenn man bei uns einen Kurs bucht, zum Beispiel einen Outlook-Kurs, Zeitmanagement oder ein Rhetorikseminar oder ja, was auch immer so im Rahmen von Produktivität wichtig ist, Microsoft Teams und so weiter, da bekommt man von uns das Training vor Ort oder auch online plus eine Ergebnissicherungsphase durch unseren Club Erfolgsstrukturen. Ne? Da gibt es immer so eine Online-Sprechstunde für die Teilnehmer, die können also nach dem Kurs dann nochmal Fragen stellen. Und diese Ergebnissicherungsphase ist ein Unterscheidungsmerkmal. Du siehst also, man kann auch ein bisschen spielen mit seinen Angeboten. Und wir machen es sogar so, dass wir in der Vorbereitungsphase hier bei den Arbeitspferden hier auch zum Beispiel was Kostenloses freischalten. Also wenn wir Büroeffizienzkurse geben, wollen wir nicht mehr über das Thema Papier reden. Und wir sagen dann, hey, da gibt es einen Kurs, schau dir im Vorfeld zu unserem live vor Ort Thema, schau dir da diesen Online-Kurs an.
Das ist eine sehr schöne Sache, weil wir uns dann im Kurs, in dem Training selbst, um die richtig guten, wichtigen Themen kümmern können. So, und bei mir war dann mit dem Unternehmen-Denkvorgang hier Schluss. Also ich hatte keine Angebote im B2B-Bereich, Firmenkunden oder so, die darüber hinausgegangen sind. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie könnte denn die Reise weitergehen, und habe dann überlegt, ja, also als gerade dieses Thema C rauskam, haben mich viele Trainer, Berater, Coaches angesprochen, gesagt, hey Rosita, du bist doch schon so lange mit den Themen auch online, wie hast du es gemacht, was muss ich machen, wie könnte ich es auch machen? Und dann habe ich da so ein Angebot speziell für Trainer, Berater, Coaches rausgebracht. Und das ist das Workcellence für Selbstständige. Das ist ein begleiteter Online-Kurs mit einem individuellen Trainingsleitfaden. Jemand, der mit mir an der Stelle zusammenarbeitet, bekommt, wir haben vorher über die Strategie gesprochen, was derjenige alles machen kann und darf und sollte. Und dann kriegt diese Person ganz individuellen Videotrainingsleitfaden und hat immer wieder Calls und hat auch immer wieder Support über eine Telegram-Gruppe, wo ich dann direkt über Sprachnachricht oder was auch immer reagiere und natürlich auch E-Mail-Support. Und das gibt es online, aber es gibt auch, und das ist mein super End sozusagen Business, ja, es gibt auch eine Mastermind. Du kannst mit mir zum Beispiel nach Lanzarote in einen ganz tollen Sportclub gehen und dort eben eine Woche lang so intensiv an deinem Business arbeiten, dass das absolut abhebt, ne? Das heißt also, ich habe dir jetzt hier so vorgestellt, wie es gehen kann, dass du dir dein Buch in eine Produkttreppe baust und dir auch darüber hinaus nochmal Ideen verschaffst. Wie kannst du zum Beispiel durch Umsatzsteigerung je sozusagen Treppenstufe dafür sorgen, dass es richtig nach oben rausgeht, ne? So, jetzt komme ich zu dem Teil, wie ich in meinem Buchmarketing, als dann das Buch Homeoffice rausgekommen ist, was ich da alles gemacht habe. Das ist also leider am 23.12.2019 rausgekommen, kurz vor Weihnachten, also ungünstigeren Termin konnte es gar nicht geben. Das heißt, so einen richtigen Launch am Markt konnte ich nicht mehr machen. Also da war ich aber unschuldig. Ja, da möchte ich jetzt auch nicht sagen, wer da Schuld hatte, aber das kannst du dir vielleicht dann denken. Die Beteiligten wissen Bescheid. Aber ich habe trotzdem gesagt, hey, wir können so viel noch rausholen. Das heißt also, das Erste, was du machen kannst, ist, dass du dein Buch in deiner E-Mail-Signatur immer wieder mitführst, ja? Dass du so ein Snippet machst, hier wie bei mir, hier unten bei Homeoffice, ganz da unten das mit der Katze. Das ist das Cover, wo der Verlag gesagt hat, wir glauben, dass das super zieht, dass das ein Hingucker ist. Das heißt, du kannst auch dein Newsletter immer mit dem Buch verlinken, wenn du ein Newsletter versendest, immer den Link auf das Buch. Und du kannst natürlich auch dein Buch immer in deinen Online-Kursen erwähnen, wie ich es dir in der Produkttreppe gezeigt habe. Wenn wir ein Seminar für unsere Kunden vor Ort geben, dann gibt es immer so eine Mappe für die Person, das ist auch für Arbeitsplatz-Coachings. Und in der Mappe liegt dann auch immer noch hier so zum Beispiel eine Postkarte mit drin, die auch auf der Rückseite wieder für das Buch wirbt und wo man dann darüber hinaus auch sagen kann, die Postkarte kann auch verschickt werden, weil vorne das Zitat, das ist schon ziemlich gut. So, und dann ist natürlich auch schön, wenn du irgendwo einen Vortrag hältst, dass du dann immer wieder auch dokumentierst, dass du das tust, wie ich jetzt hier, ist auch schon ein etwas älteres Video natürlich, da habe ich dann mal einfach ein Live gemacht von einem Vortrag, bevor der Vortrag losging, und habe da auch wieder Werbung für mein Buch gemacht. So, Buch innerhalb eines Kurses bewerben, habe ich dir mal hier so einen Einblick in das Backend des Kursbereiches hier mal als Screenshot reingegeben. So könntest du es praktisch damit reinnehmen. Und aus Sicht der Besucher des Online-Kurses sieht es noch mal ein bisschen schicker aus. Aber ich wollte es dir hier nur einfach mal zeigen, welche Möglichkeiten da bestehen. Du kannst auch immer, wenn du irgendwo Vorträge hältst, sozusagen hier eine Impressumsseite vorbereiten, wo auch wieder im Impressum ein Bild mit dir und deinen Büchern ist. Du kannst dann Multiplikatoren finden. Das heißt also, ich hatte jetzt hier zum einen die Maria Husch, die eine hohe Reichweite hat, auch zum Thema Homeoffice, und die macht so praktisch den Lebensbereich, den Lebensraum, die Wohnräume schön. Ja, die hat da ganz tolle Angebote und die hatte mich dann auch eingeladen. Genauso Andrea Leicht,
die hatte mich in ihre große Gruppe mit, ich glaube, über 25.000 Mitgliedern Unternehmergruppe eingeladen zu dem Thema Homeoffice, weil es ja auch für viele Vorgesetzte relevant ist. Ja, ich habe dann für die Women Speaker Foundation Aufträge bekommen, also von denen Aufträge bekommen. Also es ist wirklich ein Türöffner. Und diese Buchempfehlungen, die habe ich dann auch noch ausgelöst über die IHK. Denen habe ich dann so ein Buch geschickt und habe gesagt, hier, guckt doch mal durch und beschreibt doch mal, was ihr aus dem Buch gut findet. Und vielleicht empfehlt ihr das auch. Genauso mit Office Rocks. Das ist aus meinem Bereich oder aus meinem Denkvorgang Unternehmensbereich etwas, wo Office Rocks dann eben auch das Buch geprüft hat und eine Empfehlung ausgesprochen hat. Und natürlich auch der Verlag unterstützt an der Stelle. Und der Junfermann Verlag hat ja nicht nur die Sparte mit den Büchern, sondern hat auch die Sparte mit einem Magazin, Praxis Kommunikation. Und da dürfte ich dann einen Beitrag veröffentlichen, der auch wieder auf die Reichweite, das Gefundenwerden des Buches einzahlt und damit auch auf mein Angebot. Ne? Du kannst also die Banner überall nutzen. Also Xing ist jetzt eine Ausnahme, da braucht man einen Professional Account, aber LinkedIn, Banner oben, da das Buch rein. Dann hier zum Beispiel Facebook, da kannst du im privaten Profil oder auf der Fanpage ein entsprechendes Anteasern möglich machen. Du kannst auch Werbung auf Facebook zum Beispiel über ein Gewinnspiel und auch über Multiplikatoren auslösen. Also ich habe nicht nur das Interview mit der Maria geführt, sondern wir haben auch ein kleines Gewinnspiel mit dem Buch initiiert. Und der Verlag war dann so frei und hat dann gesagt, hey, die drei Bücher, die da ausgelost wurden, hat dann auch der Verlag bezahlt. Also da musste ich jetzt nicht als Autorin ran, weil ich habe natürlich auch hier mit dem Marketing den Verlag unterstützt. Dann kannst du natürlich auch Unboxing-Videos machen. Ne? Ich hatte hier noch Nachbarshund, der hat auch noch mal für ein bisschen mehr Reichweite gesorgt. Ich habe dann auch Videos gemacht zu meinem Buch. Ich habe aus dem Buch was vorgelesen, auf Facebook die Videos gepostet. Ich habe auf Twitter den Banner genutzt, auf Pinterest den Banner genutzt. Ich habe auf Xing dann mal kurzfristig eine Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen, damit auch hier praktisch das an Reichweite bekommt. Werbung habe ich über YouTube gemacht, auch unbezahlt organisch, habe da eben auch aus dem Buch vorgelesen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wenn wir jetzt tiefer reingehen in Instagram zum Beispiel, auch da den Hyperlink von deinem Profil auf deine Webseite und da ist dann auch wieder was zu deinem zum Beispiel Buch oder zu deinem Online-Kurs drin. Du siehst, du kannst es unheimlich gut verwerten. Und auch wenn jemand jetzt beispielsweise mit ein Kapitel geschrieben hat in deinem Buch, auch die Person kannst du natürlich dann bitten, zum Beispiel gemeinsam anzustoßen, zu feiern. Das habe ich hier mit der Susanne Jantur gemacht. Die ist Rechtsanwältin für Arbeitsrecht im Speziellen. Und die hat auch ganz viel beigetragen zu dem Buch, dass es einfach von der fachlichen Expertise möglichst viel abdeckt. Ich bin keine Rechtsanwältin, insofern habe ich mir da jemanden gesucht und geholt, der dazu wirklich was zu sagen hat. Und ja, so sieht es dann auch aus, wenn du in dem Sinne dann Stories machst, auch da die Screenshots immer weiter verwerten. Ja, ne? Also du siehst, da gibt es viel. Und sobald jemand jetzt vielleicht dann auch einen Online-Kurs bei dir bucht, über das Buch gebucht hat, hast du ja die Kontaktdaten der Person, kannst das dann eben auch für ein Folgegeschäft über die E-Mail-Adressen nutzen. Die generieren sich durch die Downloads. Und dann kannst du dir überlegen, ja, ob du und wie du da den Funnel, nennt man das ja, diesen Trichter, wie du den aufbaust. Also es braucht oben ganz viele, die das Problembewusstsein ja schon haben, was ändern zu wollen. Und am Ende verdichtet sich aber immer mehr, wie viele sind bereit, den nächsten Schritt zu gehen und wie intensiv ist dann der Schritt, zu welchem Preis sind die bereit, ihr Problem loszuwerden. Und je größer das Problem, desto eher wirst du auch eine Kaufbereitschaft auslösen und eben auch zu entsprechenden Honoraren. Ja, ich habe dann eben auch auf meiner eigenen Webseite entsprechende Werbungen drauf. Das heißt also, die Downloads, die im Buch benannt sind, kann man über meine Webseite bekommen. Da habe ich dann auch das YouTube-Video eingebunden und ich habe auch Zählmarken dort auf meiner Webseite für die VG Wort, Verwertungsgesellschaft Wort. Das bedeutet,
wenn entsprechend viele auf meiner Webseite sind, viele Besucher, die Zählmarke sich in ein bestimmtes Volumen hochzählt und die Anzahl der Buchstaben und auch der Inhalt diesen Kriterien der VG Wort entsprechen, dann verdiene ich daran auch nochmal was. Ja? Also es ist nett, da kommt was zusammen. Ja, man sagt ja, Kleinvieh macht auch Mist, aber ich sage mal, ich habe es halt einmal eingerichtet und es läuft von alleine. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt ständig irgendwie was machen müsste und nachher ist dieses, ich mache da was, teurer, als es einfach zu lassen. Ne? Weil also ich bin jetzt nicht die, die sagt, damit ich irgendwie hier noch irgendwo nochmal 100 Euro rausziehe, setze ich mich eine Stunde hin. Nein, das wäre kein skalierbares Business. Ja, hier also nochmal die Angebote auf der Kursplattform. Das ist jetzt hier mal so der sozusagen der Banner von damals gewesen, da sah ich noch ein bisschen anders aus. Und hier praktisch die Angebote rund um das Buch, die dann wirklich richtig gut ziehen. Ja, mittlerweile sieht das Angebot auf Elopage für das, was man mit mir im Bereich Online-Business oder überhaupt Business-Boost machen kann, ein bisschen anders aus. Das heißt, hier gibt es dann speziell für Coaches, Berater, Beraterinnen, Trainer, Trainerinnen, entsprechende Angebote. Du siehst also, das Buch führt schon erstmal hier auf meine Kursplattform. Und wenn man dann eben hier oben sieht, da gibt es Bücher und dann gibt es eben auch online. Das heißt, sobald man auf das Buch kommt und es da haben will, sieht man, dass es noch was anderes gibt. Das heißt also, die Weiterverwertung an der Stelle, das Buch ursprünglich für was ganz anderes genutzt und geschrieben bis hin, wie es jetzt geworden ist, ist natürlich mega gut. Jetzt kommen wir zu dem Thema Buchfunnel. Wie rechnet sich das? Oder rechnet sich das überhaupt? Und dazu habe ich mal so eine Excel-Tabelle gemacht. Ich mache mal gerade einen Doppelklick hier rein, dass wir ein bisschen mal ausprobieren können. Und zwar nehmen wir mal an, du hast jetzt vor, über so einen Buchfunnel zu verkaufen. Und du gehst jetzt mal davon aus, dass du, keine Ahnung, vielleicht 50 Bücher verkaufst. Ja, also wir wollen natürlich, dass du viel, viel mehr Bücher verkaufst, aber es ist die Frage, ob du es über organische Reichweite verkaufen willst oder ob du besser Bezahlwerbung drauf schaltest, also sozusagen Ads. Ne? Das ist aber ein ganz anderes Thema. Nehmen wir mal an, du hast jetzt 50 Bücher und du verkaufst oder du sagst den Leuten, hey, du kriegst mein Buch geschenkt, hast du bestimmt schon mal bei Dirk Kräuter oder auch anderen Anbietern gesehen, aber ich brauche eine Handling-Pauschale von dir für Porto, für was auch immer im Hintergrund ist. Und die Leute sagen dann, hey, super, das Buch kostet ja eigentlich, keine Ahnung, 30 Euro und ich kriege es für 6,95 Euro Handling-Pauschale, mache ich. Stell dir vor, 50 Leute kaufen das für 6,95 Euro, dann kommen für dich schon mal 347,50 Euro an Einnahmen rein. Jetzt rechnen wir mal dagegen, was du im Prinzip an echten Kosten hast. Also wenn du jetzt das als Standard, das ist so ein Großbrief, verkaufst, dann hast du ein Porto von 1,60 Euro. Du brauchst eine Plattform, über die du das abwickelst. Mach das bitte nicht von Hand. Niemals die gar nicht. Such dir Digistore, Elopage. Es gibt Abwicklungssysteme, die dafür sorgen, dass das Geld direkt verbucht ist, dass du die Adressetiketten dann hast und so weiter. Nehmen wir mal an, 1 Euro kostet das pro Verkauf. Dann hast du noch den Druck des Buches, je nachdem in welcher Auflage, ob in Farbe, welches Papier, welches Cover. Ja, rechnen wir einfach mal 2 Euro. Das kann nach oben und nach unten ein anderer Preis werden. Dann hast du noch die Kosten für vielleicht ein Lesezeichen. Auf dem Lesezeichen hast du vielleicht einen Gutscheincode für einen Online-Kurs drauf, 20 Cent vielleicht. Dann hast du noch einen Umschlag. Und dann hast du auch noch für die ganze Logistik, du brauchst ja jemanden pro Buch, der das Ganze eintütet, der es zur Post bringt. Rechnen wir mal rund 6,55 Euro. Das bedeutet, wenn du 50 Bücher verkauft hast, dann hast du Kosten von 327,50 Euro. Also jetzt hättest du gerade noch so irgendwie so um die 20 Euro Gewinn gemacht, wenn du es jetzt nur so hättest, ja. Wir gehen aber davon aus, dass jemand, der dein Buch kauft und den Warenkorb jetzt offen hat, also Schnäppchen, 6,95 Euro, yes, dass der in dieser Freude vielleicht dann sagt, oh, da gibt es ja noch ein Workbook. Ah, da könnte ich ja noch einen Online-Kurs diesmal günstiger kaufen, weil der Warenkorb ist offen. Und dann steht da vielleicht zum Sonderpreis, weil du das Buch gekauft hast, kannst du jetzt noch das und das kaufen.
Man geht ungefähr von einer 10%igen Wahrscheinlichkeit aus und dann kann man sich das auch wieder runterrechnen, auf welchen Anteil eigentlich würde das gehen, wenn jemand dann sagt, ich kaufe den Videokurs für 67 Euro dazu. Na, welchen Umsatz löst du dann aus, wenn von den 10% irgendwie eine 3%ige Wahrscheinlichkeit auf den Videokurs entfallen würden? Oder du hast vielleicht eine Online-Beratung mit dabei, wo es jemand bucht. Ja, also je höher das jetzt hier in diesem Bereich geht, ne, desto vielleicht aufwendiger wird es hier schon so hochpreisig in dem Funnel von 6,95 Euro ein Zusatzgeschäft auszulösen. Es gelingt trotzdem. Es ist am Ende Numbers Game. Ne? Das heißt also, wenn wir jetzt bei dieser 10% Wahrscheinlichkeit mal alles so im Schnitt rechnen, du hast das Buch verkauft, hast im Grunde diese Einnahmen hier, die 347, hast dann aber noch den Zusatzverkauf. Und dann ziehst du dir diese Kosten hier ab, die 327, dann hast du schon mal 707 Euro. Jetzt nur bei 50 Büchern gerechnet. Ne? Wenn wir jetzt das Ganze auf 100, ne, und 100 Bücher, verkauf mal 100 Bücher online. Das ist nicht so einfach, wenn du es organisch machen möchtest. Das kann ich dir an der Stelle schon sagen. Also lass dir da bitte keine rosa-rote Brille von irgendwelchen Marktbegleitern aufsetzen. Dann erhöhst du natürlich hier unten deine Einnahmen. Aber du machst das ja nicht, damit du hier an der Stelle so kleine Sachen verdienst, sondern im Grunde geht es um das Anschlussgeschäft. Wenn du das Buch verkauft hast, wenn du dazu noch einen Videokurs verkauft hast, dann sind das sozusagen alles die Appetizer. Du erinnerst dich an die Produkttreppe. Ja, du willst ja, dass derjenige aus dem niedrigpreisigen Angebot für 6,95 Euro ein Buch gekauft oder für 18 Euro oder was auch immer, dass da in die nächsten Produkte geht. Ne? Und ja, jetzt könnte ich hier an der Seite praktisch ein Follow-up-Angebot machen und hier entsprechende Preise und Prozente berücksichtigen, die den Kaufabschluss im Durchschnitt beschreiben, sodass am Ende ein ganz tolle Customer Lifetime Value dabei herauskommt. Aber ich wollte dir jetzt erstmal nur die Basics mitgeben. Also mir ging es jetzt nicht darum, dass das jetzt alles komplett sofort das ganze System ist, sondern ich glaube, dass du jetzt schon einen ziemlich guten Einblick bekommen hast in das, wie es gehen kann. So, und wenn du jetzt Bock hast, mit mir dein Business mal richtig hochzuziehen, dann hol dir zunächst einmal die kostenlose Checkliste Umsatzbooster. Da kannst du schon so viel mitmachen. Eigentlich müsste ich die Checkliste wirklich, dafür müsste ich Geld nehmen, weil da ist so viel drin an wertvollem Inhalt und auch echt an Arbeitsstunden und Zeit. Im Grunde ist es auch ein bisschen wie eine Alternative zu einem Buch. Ne? Natürlich nicht so, dass man eine Autorität dadurch hat, aber du könntest es genauso in diese Excel-Tabelle jetzt mit reinnehmen, um das mal durchzurechnen. Ne? So, Checkliste Umsatzbooster, lad dir die auf jeden Fall runter und mach doch einfach einen Leichtigkeitscall mit mir aus. Lass uns drauf gucken, an welcher Stelle du im System jetzt eine Unterstützung brauchst, ob deine Produkttreppe passt, wie das eingebettet ist, wie deine Sichtbarkeit ist. Ne? Also ich bin ja Googles Liebling. Ich bin mit Office Management, ist ein englischsprachiger Begriff und wird auch im deutschen Raum stark eingesetzt, in Google auf Platz 1, ohne dass ich dafür bezahle. Manchmal rutsche ich auf Platz 3 und dann geht es wieder hoch auf Platz 1. Aber also krieg das mal hin. Ja, also wenn du mich an der Seite hast, dann kriegst du das hin. Also ich begleite dich sehr, sehr gerne dabei. Denn es gibt ein ganz tolles Programm, nämlich diesen Business Booster. Da nehme ich dich so mega gut an die Hand. Du kriegst von mir auch noch den Club Erfolgsstrukturen dazu, also sozusagen dieses darunter System, dein Office Management, deine ganze Verwaltungsbüroarbeit exzellent im Griff zu haben, kriegst du noch dazu. Du kriegst die Videos, die für dich relevant sind. Du kannst auch die anderen anschauen, brauchst du aber nicht, weil wenn du systematisch mit mir vorgehst, dann ziehen wir das hier einmal groß, dein Business, dann schauen wir, was sind deine Stellschrauben, um gefunden zu werden, was kannst du verändern an deinen Angeboten, an deiner Produkttreppe, an der hybriden Kombination, was kannst du tun, damit du einfach mehr Umsatz auslöst, die Verkaufspsychologie greift, da an der Stelle auch eben, dass du richtig verkaufst. Ne? Wie gesagt, wir verlieren häufig
die Kunden nicht an bessere Marktbegleiter, sondern an bessere Verkäufer. Als ich das mal kapiert hatte, ja, dann auch das Thema Autopilot, ne, dich sozusagen immer auf Kurs zu halten und dass du nicht sagst, nee, aber das ist mir jetzt zu schwer, das will ich jetzt nicht. Hey, ich habe ein Schatzkästchen richtig guter professioneller Assistenzen an der Hand, an meiner Seite und da mache ich dir mein Schatzkästchen auf, damit es auch für dich ganz leicht geht, dein Business zu skalieren, damit du da im Prinzip auch richtig gut aufgestellt bist. So, ich bin total gespannt, was du dir jetzt aus diesem Video hier herausnimmst, was du dir mitnimmst, was du als erstes machst, als zweites, als drittes. Da waren ja so viele Sachen da drin. Ich kann mir vorstellen, dass du mega profitierst, wenn du dir das jetzt hier wirklich umsetzt. Ja, also du kannst über so viele Dinge nachdenken und ich schreibe mein Buch und ich habe, ne, also, aber das Tun, am Ende geht es um das Tun und ja, da bin ich, glaube ich, eine ziemlich gute Unterstützung. Also das bestätigen mir jedenfalls sehr viele. Und ich freue mich wirklich, wenn ich auch dich dabei unterstützen darf, dein Business mal so richtig durch die Decke schießen zu lassen. Mach's gut!